einschalten. Es ist Mittwoch, es ist Zeit für ein Video und ich habe heute etwas bekommen, was ich bestellt hatte. Und ich hatte ein Foto, eigentlich hatte ich drei Fotos gepostet auf Instagram und gefragt, ob ihr ein Video möchtet. Und niemand hat Nein gesagt und die meisten haben Ja gesagt. Was heißt die meisten? Also es haben einige Ja gesagt. Und ja, es geht um eins der neuen Sets, die Zoeva rausgebracht hat in der Rose Gold Edition. Die haben neue Pinsel rausgebracht und ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Pinsel-Freak. Und als ich die gesehen habe, war ich direkt so verliebt, dass ich bestellt habe. Also ich habe, die haben ja hin und wieder schon mal Fotos gepostet auf Facebook, auf Instagram und ich habe dann immer schon so gedacht, oh mein Gott, wie schön. Und ja, seit gestern gibt es die, oder seit vorgestern? Seit vorgestern. Seit Montag. Und ich habe dann sofort bestellt, also nachdem ich gesehen hatte, dass Ann-Kathrin bestellt hatte, habe ich dann, oh, war das heute? Upsi! Und dann habe ich auch bestellt. Und ja, jetzt zeige ich euch mal kurz, welche Pinsel ich mir bestellt habe und was ich damit vorhabe. Hier seht ihr erstmal, wie das angekommen ist. Also da war noch so ein schwarzes Seidenpapier drum, aber das habt ihr ja alle auf Instagram gesehen. Dann ist hier nochmal so eine Hülle drum und die habe ich jetzt extra drum gelassen. Also hier steht halt Rose Golden Volume 2. Da gab es ja auch noch die schwarzen mit den roségoldenen Zwingen. Complete Eye Set, das habe ich mir bestellt. Hier stehen alle Pinselbezeichnungen drauf. Dann steht hier noch, Zoeva ist eine deutsche Make-up- und Kosmetikpinselmarke, die individuelle Schönheit zelebriert und sich für Frauen in Not einsetzt. Wusste ich gar nicht. Und die sitzen wohl in Frankfurt. So, dann haben wir hier das Täschchen. Und hier ist noch der, hier sind noch die Aufkleber drauf. Aber das finde ich ja schon mal super schön. Und auch das finde ich echt schön. Und die Tasche riecht ein bisschen. Ein bisschen. Es ist nicht extrem, aber ein bisschen riecht sie schon. Dann habe ich hier die Pinsel reingeschmissen. Und ihr seht auch hier das Innenfutter, wo hier auch nochmal von Zoeva, ja, ist das der Slogan, Color, Love, Make-up steht. Und jetzt nehme ich einfach mal immer einen Pinsel nach dem anderen raus und zeige euch die kurz und sage euch was dazu. Und das Set hat übrigens gekostet 65 Euro. Ich musste erst schlucken im ersten Moment, weil ich gedacht habe, puh, 65 Euro. Aber wenn man das runterrechnet auf 12 Pinsel und dann ist ja auch noch das Täschchen dabei, dann sind das vielleicht 5 Euro pro Pinsel und dann finde ich das völlig okay. Es gibt noch ein weiteres Set mit diesen Pinseln und einem Brush Cup Holder oder wie das Ding heißt, also ein Pinselhalter, so ein viereckigen. Das kostet dann 70 Euro. Das Ding sieht auch sehr, sehr hübsch aus, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich einfach so viele Behälter für meine Pinsel habe. Ich kann euch aber mal das Foto von Ann-Kathrin unten in die Infobox setzen. Da könnt ihr euch das angucken, wie das aussieht. Da hatte sie nämlich ein Foto gepostet, weil sie sich das bestellt hat. Und dann gibt es noch ein Face-Set. Da sind etwas weniger Pinsel drin. Aber halt mehr so fürs Gesicht, für Foundation und zum Konturieren und so. Aber da war halt der flache Buffer drin. Und schon allein deswegen habe ich es mir nicht bestellt, weil ich den einfach nicht mag. Ihr wisst ja, ich mag den anderen super gerne. So, Bruno hat übrigens Gesellschaft bekommen, wie ihr seht. Fangen wir mal an mit den Pinseln. Hier haben wir die Nummer 228 Luxe Crease. Die sehen jetzt also so aus. Hier seht ihr den Rosé, ich würde sagen puderrosa farbenen Stiel. Und der ist auch, die fühlen sich so, die sind nicht so glänzend, sondern so matt an. Hier steht halt die Bezeichnung drauf, in Roségold. Hier steht Zoeva, das könnt ihr wahrscheinlich nicht erkennen. Und hier steht auch nochmal drauf Rose Golden. Und man fühlt das auch, wenn man da drüber geht. Ich hoffe, dass das nicht im Laufe der Zeit irgendwann abgeht. So, das ist also der 228er Luxe Crease. So einen habe ich von Zoeva noch nicht. Der ist etwas, hat längere Haare und läuft oben spitz zu.
gedacht für die Lidfalte. Ich weiß nicht, ob der dafür gut ist, aber ich werde es mal ausprobieren, definitiv. Der nächste, den wir hier haben, ist der 310er Spotliner und der ist wirklich winzig. Könnt ihr überhaupt erkennen, dass da oben Härchen drauf sind? Der ist wirklich super winzig. Der wird wohl ganz gut geeignet sein, hier am unteren Wimpernkranz Farbe aufzutragen oder vielleicht hier im inneren Augenwinkel. Ich weiß noch nicht genau. Ich sehe gerade übrigens, dass hier auf der Zwinge auch noch mal ein bisschen was eingraviert ist. So ein orientalisches Muster. Auch ganz hübsch. So, der nächste ist der 322er Browline. Das ist dieser hier. Gedacht für die Augenbrauen. Ich weiß aber nicht, ob mir das nicht hier in der Länge etwas zu lang ist. Muss ich ausprobieren. Mal sehen. Übrigens, auf manchen Pinseln war hier, ich könnte ihr erkennen, ne? Hier nochmal so eine Schutzhülle drauf. Die waren auch alle einzeln nochmal eingepackt in Plastikfolie und dann waren nochmal um alle Pinsel, die waren alle nochmal in so einer extra Tasche, also sehr viel Müll. Fand ich jetzt nicht so genial, aber naja. Der hier ist, glaube ich, komplett neu, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist der 325er Luxe Brow Light. Hier. Da habe ich mich drauf gefreut. Ich habe ja den von Sigma, den E50. Und den benutze ich ja immer hier unter der Augenbraue. Und ich bin mal gespannt. Der ist kleiner. Der ist definitiv kleiner. Und der ist auch ein bisschen fester, so. Der andere ist fluffiger. Ich bin immer gespannt, aber der ist auch trotzdem sehr weich. Ich bin gespannt, welchen ich dann lieber mag. Dann haben wir hier einen alten Bekannten, das ist der 221er. Wenn ihr meine Palettenvideos gesehen habt, also die Palettenlooks mit den Too Faced Paletten zum Beispiel, die anderen sind ja jetzt noch nicht online, die sind noch nicht ganz fertig, habt ihr den da schon öfter gesehen? Den habe ich sehr oft gezeigt. Den benutze ich sehr, sehr gerne zum Blenden, weil der wirklich extrem weich ist. Extrem weich. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich den anderen dann behalte oder verkaufe. Brauche ich zwei davon? Mal gucken. Aber der ist einfach, der ist so schön und eigentlich kann es ja nicht schaden, davon zwei zu haben. Ne? Hier haben wir dann den anderen, den ich in den Videos sehr, sehr oft gezeigt habe. Das ist der 227er Luxe Soft Definer. Mir ist direkt aufgefallen, dass der flacher ist als meiner. Also irgendwie hat er weniger Haare, der ist mehr zusammengepresst. Und ja, ich weiß noch nicht. Ich muss das mal vergleichen. Aber weich ist der auch. Also der ist auch genauso weich. Den anderen hatte ich ja aus der, der war ja in der Zeitschrift mit drin. Ich weiß nicht mehr, Cosmopolitan. Keine Ahnung. Dieser ist, glaube ich, auch neu. Ich bin mir nicht sicher. 232 Luxe Classic Shader. Und der hat Ähnlichkeit, wahrscheinlich denkt ihr das jetzt so auf den ersten Blick, mit dem 239er von MAC, aber der ist auf jeden Fall größer. Der ist viel, die Haare sind viel, oder die Härchen sind viel, viel länger, also der ist mehr so paddelmäßig. Und ich würde sagen, der 239er, da sind die nur halb so lang. Da fehlt oben die Spitze, also ich bin mal gespannt, aber wenn es ein bisschen schneller gehen muss, dann... Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Wenn es mal schneller gehen muss, dann ist der cool, weil der ist auf jeden Fall größer. Ihr seht, ich bin auf alle sehr gespannt. Hier haben wir noch einen. Ich weiß nicht, ob der neu ist. 231 Luxe Petite Crease. Ne, der war, glaube ich, nicht neu, ne? Ist halt so ein Pencil Brush, aber ein etwas größerer. Der wird auch gut sein für die Lidfalte oder auch hier so den inneren Augenwinkel oder hier, um das zu versmatschen. Dafür wird der auch gut sein. Hier haben wir direkt den anderen Pencil Brush. Hier steht auch Luxe Pencil drauf, 230. Ich werde die mal nebeneinander halten. Hier. Meine Hand ist extrem weiß, ne? Ich muss mal wieder Selbstbräuner drauf schmieren. Also. Hier seht ihr den Unterschied zwischen den beiden.
Hier haben wir den 235er, den Contour Shader. Der ist, hat auf jeden Fall, ich glaube, der hat diese, sind das die veganen Haare? Ich habe da jetzt nicht, noch nicht so nachgeguckt. Ich wollte schnell das Video drehen, damit es erstmal gedreht ist, damit ich es dann in Ruhe bearbeiten kann, bevor ich wieder auf dem Sofa festgetackert bin und keine Lust mehr habe. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr fest und ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich mit dem was anfangen kann. Als nächstes hätte ich hier den 238er Luxe Precise Shader. Ist der nicht süß? Der ist auch total klein. Ich hatte auch überlegt, ob man den nicht als Lippenpinsel cool benutzen könnte, so von der Größe her. Wird aber dann wahrscheinlich schwierig zu reinigen sein. Aber auch hier innere Augenwinkel versmatschen. Ich glaube, in der Größe habe ich noch nichts. Und der letzte. Den habe ich schon in schwarz. Ich denke mal, dass ich den schwarzen dann verkaufen werde. Falls also schon jemand Interesse hat, könnt ihr mir gerne Nachrichten schicken. Der 142er Concealer Buffer. Ich benutze sowas ja eigentlich nicht so oft. Ganz, ganz selten. Könnte man natürlich benutzen für Concealer unter den Augen, aber da benutze ich meinen Beauty Blender zurzeit sehr, sehr gerne. Aber auch hier an der Nase oder wenn man irgendwo anders was concealen muss, kann man den ganz gut benutzen. Wofür sowas auch ganz gut geht, ist zum Beispiel Paint Pots. Dafür sind die echt gut, weil die sich, ich meine, dass das Synthetikfasern sind, gehe ich mal von aus. Die lassen sich leichter reinigen, als wenn ihr für sowas keine Synthetikfasern benutzt. Deswegen, also so für Paint Pots und so sind die sehr, sehr gut geeignet. Und ja, das waren alle 12. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Bei manchen bin ich mir noch nicht sicher, wofür ich sie benutzen werde. Und ich habe sie nicht zugeschickt bekommen. Ich habe sie mir selbst bestellt, von meinem eigenen Geld bezahlt. Und werde sie jetzt verdammt nochmal alle waschen müssen. Aber ich freue mich drauf, sie morgen dann zu benutzen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!